Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Episode Huli Nerd zockt. Wir spielen heute Blades of Steel. Es ist ein Spiel von Konami und wir spielen hier quasi ein Eishockey-Game. Und jetzt werden viele sagen, ein Sport-Game. Nein, in den 90ern und sogar schon in den 80ern war nämlich Konami der Shit gewesen in Sachen Sportspiele. Und das ist hier so ein besonderes Sportspiel, weil hier spielen wir nicht einfach nur Eishockey, sondern wer schon mal sich mit Eishockey auseinandergesetzt hat. Wir können ja uns nämlich auch mit den Gegenspielern ein wenig prügeln. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt hier so ein, ein ganz normales Match im Junior-Modus. Das ist so quasi der Easy-Mode. Weil ich will das jetzt einfach nur mal testen, wie anders die Gameboy-Version in Bezug auf die NES-Version ist. Ich habe beide Versionen schon mal gespielt, aber die Gameboy-Version ist echt lange her. Und in Sachen Eishockey-Games auf dem NES ist man mit Blades of Steel so sehr gut bedient. Und ich würde einfach jetzt mal sagen, wir checken jetzt mal aus, ob das jetzt auch auf dem Gameboy der Fall ist. Wir spielen hier Chicago gegen Los Angeles. Ich habe keine Ahnung, welches der Teams zu der damaligen Zeit so besser in der NHL war. Und ich muss jetzt hier mal schauen, wer von den beiden bin ich? Ah, okay, ich habe die dunklen Spieler. Jetzt muss ich mich erstmal hier mit der Steuerung vertraut machen. Okay, ja. Eingewöhnungsphase. Kein Tor kassieren. Ah, ja. Oh Gott. Ja, da ist es schon passiert. Unabhängig davon, dass ich hier gerade auf den Sack kriege, es ist eine schöne Toranimation. Gemessen an dem System kann sich das echt sehen lassen, finde ich jetzt persönlich. So, okay, jetzt haben wir den Puck. Jetzt. Das war mehr Glück als Verstand. Das war jetzt so ein schöner Distanzschuss. Ging rein. Glück gehabt. So, aber ich versuche jetzt hier mal so ein paar. Oh, Scheiße. Boah, ich kriege hier echt gar nichts geschissen. Das Schwierige an dem Ganzen ist nämlich, dass die Spieler unterschiedliche Abilities haben und dementsprechend sich unterschiedlich schnell bewegen. Aber somit gehe ich auch mit 2-1 in Führung, was ja auch schon mal nicht schlecht ist. Wer noch nie mit Eishockey was am Hut hatte, das ist anders als beim Fußball. Hier hat man nämlich Drittel und nicht Halbzeiten. Also jetzt, das ist jetzt nicht in zwei Spielzeiten, also in zwei Spielhälften aufgeteilt. Eishockey ist ein bisschen, funktioniert da ein bisschen anders. Und ich kam gerade echt nicht am Torhüter vorbei. Ich versuch den Ball abzunehmen, aber irgendwie will mir das gerade nicht so gelingen. Oder ich stelle mich einfach ziemlich blöd an. Ja, komm. Das war aber jetzt auch ziemlich reingestochert. Aber läuft ja ziemlich gut. Wenn man an Konami denkt und an Sporttitel denkt, da dürfte mit Sicherheit sofort so Sachen einfallen wie Track and Field oder mittlerweile auch die allseits bekannte Pro Evolution Soccer Reihe, die ja damals als International Superstar Soccer angefangen hat. Und ich frage mich, warum ging der Ball nicht rein? Der Puck. Jetzt ging er aber rein. Ich würde mich gerne hier mal mit meinen Mitspielern prügeln. Einfach nur, um das zu zeigen. Nicht, dass ich das so wahnsinnig toll finde, wenn Menschen Schmerzen empfinden. Boah. Ja, das hatte ich gerade auch vor. Na. Irgendwie. Oh, ja, okay. Da habe ich vergessen, meinen Torhüter nach oben zu lenken. So bleibt es unnötig spannend. Okay. Schönes Ding, da geht er rein.
Also ich persönlich bin ja nicht der riesige Eishockey-Fan, das muss ich leider zugeben. Ich komme zwar aus einer Stadt, die einen Erstligisten in Sachen Eishockey hat und auch eine gewisse Tradition hat in Sachen Eishockey, aber ja, ich war auch schon öfters mal im Eisstadion und habe mir ein paar Eishockeyspiele angeschaut und habe mir auch schon Länderspiele angeschaut in Sachen Eishockey. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich eher im Ballsport beheimatet, was mein Interesse angeht. Und da muss ich aber jetzt auch den Puck sehr genau abwehren. Ja, okay. Den konnte ich jetzt nicht festhalten. Ich würde mich jetzt gerne mal so ein bisschen hauen. Also beim NES weiß ich, wie man das zustande bekommen hat, aber irgendwie, ich krieg das jetzt nicht hier auf der Gameboy-Version hin. Hol dir doch den Puck. So. Dum, 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 dum. Boah, das ist aber auch teilweise unübersichtlich auf dem Screen. Es macht aber Bock. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so vermitteln kann. Ich meine, es ist irgendwie von der Gestaltung der Charaktere gut, wie das damals zur 8-Bit-Zeit halt war. Die ganzen Konami-Charaktere waren jetzt nicht so detailreich. Na komm, ja gut. Das war auch noch so ein bisschen abgefälscht mit der Kufe beim Torhüter. Boah, 7 zu 3, ey, das läuft ja hier wie am Schnürchen. Oh, den habe ich aber jetzt schön umgenietet. Gut. Da hat er meinen Schuss geblockt. Nein! Ja, da ist auch schon das erste Drittel rum. Ich führe 7 zu 3. Ist jetzt, denke ich mal, nicht so ein typisches Ergebnis nach der ersten Drittelzeit. Aber das soll mir egal sein. Ja, nimm dir doch die Scheibe, Mensch. Ja. In die Arme vom Torhüter. Besser gesagt, in den Schläger vom Torhüter. Ich würde mich gerne hier mit denen prügeln. Sollte nicht sein. Ging ganz knapp vorbei. Und jetzt aber. Na, hat er meinen Schuss abgewehrt. Es will einfach nicht passieren. Das achte Tor will einfach nicht fallen. Jetzt wird es aber hier ein Gestochere. So, jetzt hier, ja, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. So. Ja, das sieht doch gut aus. Das, ja, okay. Also ziemliches Chaos auf dem Screen bei diesem Spiel. Aber ich kann es euch beschwören, das macht richtig Laune. Ja, gut. Wie steht's? 7-4. Ja, gut. Dann sollte ich jetzt mal einen machen. Was mich mal interessieren täte, unter meinen Zuschauern, gibt es da überhaupt Eishockey-Fans? Oder sagt ihr, nee, das ist voll die dämliche Sportart? Also ich bin ja sowieso totaler sportfaszinierter Mensch, aber naja, Eishockey ist halt nicht so mein Hauptmetier in Sachen Sport. Zack, da geht er rein. Schönes Ding. Boah, 8 zu 4, ey, das geht demnächst hier aus. Also wenn die drei Halbzeiten sage ich schon, wenn die drei Drittel vorbei sind, dann haben wir hier mit Sicherheit so ein Handballergebnis.
Da spiele ich aber direkt auf den Torhüter drauf. Ja, nimm dir das Ding. So. Ja. Nein, 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 nein. Was macht der? Warum stoppt der? Das war doch ziemlich dumm. Ja, okay, aber gut für mich. Boah, das ist so irritierend manchmal auf dem Screen, wenn echt so viele Spieler auf einen Fleck sind. Das war in der NES-Version ein bisschen übersichtlicher, wegen der Farbpalette. Die hat man jetzt hier auf dem klassischen Gameboy leider nicht gehabt. Das war ziemlich dumm. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier im Angriff dann eben halt meine Spieler wechsle. Also das war meines Wissens auf der NES-Version ein bisschen simpler. Auch wenn man da ja auch nur A, B und das D-Pad hatte. Und schießt auch in vor seinen Schläger. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Okay, der zweite Drittel ist rum. Intermission. Ah ja, stimmt. Das war doch jetzt hier irgendwie. Ja, genau, ja. Hätte ich sie nicht übersprungen. Das war eben halt so eine Pausenanimation, wo das Maskottchen so ein bisschen rumgefuchtelt hat. Das war aber jetzt auch richtig ausgetrickst von mir, unbewusst. 9 zu 5. Ja, das sollte man doch zweistellig hinbekommen. Da hat er mich voll umgehauen. So, dann tatzen wir mal ein bisschen hier rum. Das Ding will einfach nicht rein. Ich hätte euch jetzt hier gerne voll das spannende Spiel serviert, aber ja, ich hätte wahrscheinlich einen anderen Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Ich glaube, da wäre es dann irgendwie 5 zu 6 für den Gegner ausgegangen. Mit Sicherheit. Ein verdeckter Schuss, aber hat nicht ganz gereicht. Ja, wenn der Torwart so weit links steht, beziehungsweise so weit oben steht, kann ich locker einschießen. Aber schade, ich hätte mich jetzt auch gerne mal geprügelt. Irgendwie, ich krieg das hier auf der Gameboy-Version absolut nicht hin. Wenn ihr da eventuell Tipps habt, wie das zustande kommt mit dieser Rauferei, dann könnt ihr mir das gerne mal unten reinschreiben. Das war aber jetzt ein schöner Querschuss. Ja, L5. Kann man mitarbeiten. Früher, als Konami noch richtig cool war, ich meine, ja, jetzt mal abgesehen von der Firmenpolitik, sie machen ja eigentlich immer noch gute Spiele, waren sie auf jeden Fall definitiv die Könige in Sachen Sportumsetzung. Ich meine, man kann auch so von Sachen wie Track and Field halten, was man will, aber das war damals, zu der damaligen Zeit, gab nichts Besseres irgendwie.
zumindest ich kann mich jetzt nicht an die NES-Zeit erinnern, dass ich irgendwie was ähnlich brauchbares gespielt habe. Der war doch drin. Gibt's nicht. Wie vernagelt der Tor? Na, ich glaube, das ist aber auch jetzt hier relativ unspektakulär zuzuschauen. Das ist nämlich jetzt hier gerade voll die Hackpartie. Ey, der war doch wieder drin. Kann man doch kein Schwein sagen, dass der Torhüter sowas hält. Na, jetzt aber. Sag ich doch. Mensch. Da war aber jetzt auch ein bisschen Frust mit bei. Ja, 12-5. Es wird ein knappes Ergebnis. Und da legen wir noch einen drauf. 13-5. Läuft. Okay. Jetzt schieße ich sie aber richtig ab. Ich glaube, das ist eine gute Taktik von hinten raus. Klappt. 10 Tore Vorsprung. Ich hätte doch einen anderen Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Das ist nämlich schon eine ziemliche Schmach, den ich den Leuten hier auf dem Eis verpasse. Ja, Chicago gewinnt 15-5 gegen Los Angeles. Ein ziemlich knappes Ergebnis. Und dann gibt es hier diese Winning-Animation. Kann was. Ja. Das war eigentlich auch schon alles, was ich jetzt hier zeigen könnte. Ich sag da mal, bis denne.